Sag mal, geht es noch? Was ist das denn für einer? Oh, meine Tochter ist auch da. Ja, und damit sind wir zurück. Und zwar haben wir jetzt Samstag nach 8. Da versuchen wir jetzt gerade den Spirit zu finden. Der soll irgendwo hier in den Everwind-Feldern anscheinend auftauchen. Die Frage ist jetzt nur, ob er auch wirklich hier auftaucht. Wo reitet sie jetzt hin? Ach, die lässt mich hier einfach alleine. Weil ich habe bisher nämlich noch keinen Anschlag bekommen, dass hier irgendwo, dass man was hört. Beziehungsweise man hört ja nichts, sondern man kriegt ja diesen Spruch dann da rein. Von wegen, du bist ganz nah. Hier stehen mehrere, aber irgendwie ist hier nichts. Da sind Bagger. Also, der, ja, ein Tipp ist es ja eigentlich nicht gewesen, aber ja, ich sag mal, der Hinweis kam jetzt von der offiziellen Star Stable Seite, wo sich Spirit aufhalten soll. Das Komische ist nur, dass man jetzt hier überhaupt nichts liest. Also die Everwind Felder sind ja jetzt auch nicht so groß, denke ich mal. Vielleicht sind hier oben noch ein bisschen weiter. Da kommt schon wieder der nächste Bagger hier. Sonst geht es aber noch. Ich weiß nicht, ob Spirit vielleicht hier irgendwie Hilfe brauchen könnte, oder ist das ein Friedhof, oder was ist das hier? Ne, es ist ein, ach, das ist eine Sprungstrecke, okay. Okay, aber das hat jetzt so nichts mehr mit Spirit zu tun, nehme ich mal an. Sind wir wieder auf den Everwind-Feldern. Also gehen wir mal hier rechts ein bisschen rum. Es würde mich jetzt nicht wundern, wenn er jetzt hier irgendwie Hilfe brauchen würde bei den ganzen Arbeiten, die hier sind. Aber das sind die Everwind-Ölfelder. Tja. Wie ist das mit euch? Habt ihr Spirit schon mal gefunden? Also ich habe ihn jetzt bisher noch nicht einmal gefunden. Ich hatte einmal einen Anschlag, dass er angeblich in der Nähe sein sollte, aber mehr ist nicht passiert. Hier ist eine Blume. Toll. Oh, ah, ah, da ist er, da ist er. Moment, ich muss kurz meiner Tochter schreiben.
Och, Lena. So, ich habe meiner Tochter Bescheid gegeben. Sie ist wohl hinten mit Spirit beschäftigt, aber wir haben Spirit hier gefunden und wir werden ihn direkt mal ansprechen. Schnaub. Spirits Ohren bewegen sich schnell hin und her, während er die Gegend absucht. Schnaub, Schnaub. Du siehst ein Schaf allein auf der Weise grasen, auf der Weide grasen. Es muss von seiner Herde getrennt worden sein. Anscheinend will Spirit, dass ich das einsame Schaf zurück zu seiner Herde bringe. Das werden wir direkt mal tun. Finde das entlaufene Schaf. Das ist auf einem Hügel. Oh Gott, das ist doch gar nicht hier in der Nähe, oder? Hilf dem Schaf wieder nach Hause zu kommen. Oh Gott, so wie der am Grinsen, das weiß ich nicht, ob das so gut ist. Da hinten ist aber was Kleines, Süßes am Laufen. Okay, Spirit will, dass du dem verlorenen Schaf hilfst. Das machen wir glatt. Moment, da hinten, das Ding habe ich gesehen. Ich glaube, das ist der Hügel. Aber ich sehe es leider nicht auf der Karte. Okay. Ja, ich wollte jetzt nicht das Gleiche nochmal. Ist okay, ist okay. Ja. Ich meine, das ist der Hügel hier geradeaus von mir. Muss ich mal eben schauen. Ja. Den finden wir auch noch. Ich muss aber erstmal das Schaf finden. Lass mich doch erstmal dahin. Ich wollte doch gar nicht nochmal mit dem sprechen. So, dann gucken wir mal. Ich weiß nicht, ob es da ist. Also hier rechts, das müsste zumindest dieses Ding sein, was ich da gesehen habe. Mal schauen, ob das Schaf auch hier irgendwo ist. Also hier ist es schon mal nicht. Da oben ist es aber doch nicht gewesen, oder? Das ist blöd, dass man das nicht auf der Karte sieht. Da bin ich, das ist klar. Spirit war da unten, der ist jetzt auch irgendwie wieder weg, glaube ich. Moment, da unten ist eine Laterne. Eine Laterne war auf jeden Fall auch mit dabei. Ja, geh, los. Hallo, nicht mittendrin einfach stoppen. So haben wir nicht gewettet, mein Freund. Jetzt kommt da schon wieder so ein dämlicher Bagger. Okay, die Laterne habe ich gefunden, aber kein Schaf. Ist auch noch mal eine Laterne. Ach, es gibt mehrere von diesen Dingern hier. Oh, das ist natürlich doof.
Dann weiß ich ja gar nicht, wo ich hin muss. Moment, da ist ein Schaf. Ein Schaf. Das sind mehrere Schafe. Mist. Ich glaube nicht, dass das das entflohene Schaf ist. Das sind... Ja. Das ist jetzt ein bisschen doof, ne? Also wir sind hier alle... Ah, Moment. Ah, ja. Okay. Das heißt, hier links ist auf jeden Fall schon mal der Typ. Okay. Das hat mich nämlich auch an dieses Lamm erinnert. Ach, das war ein Häschen da links. Wie süß. Diese Lammgeschichte, die wir schon mal gemacht haben. Ah, da hinten ist das Schaf. Sehr schön. So. Ja. Wenn es zögert, gebe ich ihm frisches Gras. Alles klar. Komm, weiter geht's. Halt, stopp. Ich hoffe, das Gras reicht auch. Nicht, dass ich gleich nicht dahin komme oder so. Soll es eigentlich weitergehen? So, mal schauen. Ich hoffe, meine Tochter hat es jetzt auch gefunden. Also ich könnte ja zumindest sagen, wo Spirit ist, aber ich weiß natürlich nicht, ob das jetzt gereicht hat, weil ich weiß nicht, ob wir jetzt überall das gleiche Schaf natürlich finden müssen. Guck mal, hier ist dein Herrchen. Willst du nicht zu dem hin? Ist das jetzt angekommen? Ja, es ist da. Okay, gut. Hallo, ich schätze, ich habe es dir zu verdanken, dass ich mein Schaf wiederbekommen habe. Das war nett von dir. Vielen Dank. Jetzt muss ich aufpassen, dass keines der anderen wegläuft. Einen schönen Tag noch. Du hast dem Schaf geholfen, nach Hause zu kommen. Auch wenn du das Bild nicht sehen kannst, hörst du sein glückliches Wiehern. Er scheint sich über deine Hilfe sehr gefreut zu haben. Gute Arbeit. Yay! Spirit und das verirrte Schaf habe ich abgeschlossen. Toll. Jetzt muss ich mal eben Ausschau halten. Ob ich denn meine Tochter noch finde. Die ist scheinbar schon wieder woanders hin abgehauen. Falls ihr das wisst, wir haben uns eben nur sehen können auf der Karte, als wir relativ nah beieinander waren. Ist das jetzt nur so eine Eingebung von mir? Also stimmt das? Oder kann das sein, dass das jetzt ja Zufall war? Falls ihr das wisst, schreibt es mir doch bitte in die Kommentare rein, weil das würde mich wirklich mal interessieren. Ja, wir haben das verirrte Schaf weggebracht. Das ist schön. Dann schauen wir doch mal, ob wir demnächst nochmal sowas finden von Spirit. Und ja, wenn ja, wo wir es finden. Also Spirit ist wohl immer nur bis 22 Uhr da und das nur von morgens 8 Uhr an. Und es gibt eine ganz tolle Liste im Internet, die werde ich euch auf jeden Fall auch unter dieses Video hier verlinken, wo ihr sehen könnt, wo Spirit jeweils sein soll. Es ist eine ja, Suche letztendlich, ihn dann auch zu finden, weil die Gebiete ja doch recht groß sind, so wie das Gebiet hier beispielsweise. Aber wie man sieht, selbst ich habe ihn jetzt gefunden und das will schon was heißen. Auch wenn ich hier ein bisschen blöd durch die Gegend geirrt bin vorher. Und die Felder auf und runter, genau, auf und ab geritten bin. Aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Und wenn man genügend Quests abgeschlossen hat, so wie ich das verstanden habe, kann man wohl irgendwann mit ein bisschen Glück auch Spirit für sich selber bekommen als Reitpferd. Das wäre natürlich... Nee, du sollst nicht rückwärts gehen. Hallo, du sollst stehen bleiben. Das wäre natürlich mega klasse. Ja, ich würde sagen, damit verabschiede ich mich dann jetzt erstmal für diese Episode. Und ich hoffe, dass wir uns beim nächsten Mal dann wiedersehen. Bis dann, eure Gameplayerin. Ciao.